heute sind wir in Geislingen an der Steig. Das ist ganz grob bei Kirchheim Tech Esslingen, diese Ecke. Ja, da habe ich gesehen, da gibt es ein schönes Felsenmeer. Hat mir sehr gefallen auf den Vorschaubildern von der Tour. Die ganze Strecke soll heute ca. 17 Kilometer lang sein. Und ja, ich würde sagen, reden wir gar nicht viel länger. Ich nehme euch wieder mit und gehen wir los. Ja, beginne du die Tour hier offiziell an der Bushaltestelle. An der Bushaltestelle laufen wir dann einfach nach links und folge dem Weg erstmal ein ganzes Stück gerade. Hier kommen wir wieder an den Schnittpunkt von unserer Wanderung. Da werden wir nachher von dieser Richtung aus wieder herkommen. Und auch hier wieder zurücklaufen. Unser Weg führt uns jetzt aber hier einfach nach links weiter. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon den Berg hochgehen. So, wir verlassen jetzt die gitterte Straße und folgen dem Wanderweg hier. Hier gibt es auch eine Mountainbike-Tour, das wäre die andere Straße. Aber so schnell tippeln wir nicht, dass unsere Füße eine rotierende Scheibe ergeben. Nee, oder? Schau, wie der Brennnessel verwischt. Sage mal. Naja, gut. Soll ja gut gegen Gicht sein, oder wie wird das? Naja, dann gehen wir mal Richtung Naturfreunde. Da sind wir doch dabei. Hier geht's gleich dieses Wägle hoch. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier an der Straße entlang. Aber unser Weg führt uns jetzt hier steil nach oben. Ja, hat man ja schon in der Übersicht gesehen, dass da gleich zu Anfang richtig gut hoch geht. Ja, das bewahrheitet sich gerade. Aber schönes Wägle, bisschen im Schatten, das kommt mir heute ganz gelegen, weil es dann doch richtig warm heute ist. Und von dem her, oh, wunderschönes Zickzack-Wägle. Ja, okay. Da geht es wirklich nur. Also wenn ich mal ein Stückchen gelaufen bin, dann blende ich euch gleich mal ein, wie viele Prozent es sind. Bin ich jetzt selber gespannt. Noch zeigt es nicht allzu viel an. Aber das ist schon jenseits Buckel. Also da sind auf jeden Fall eigentlich die Stöcke ein guter Rat. Aber wir laufen jetzt einfach mal so. Jetzt die ersten paar Meter, Steigung bis jetzt 15%. Aber wenn man so genau nimmt, guckt, also da muss man fast auf spitzen Zehen laufen. Aber noch geht es mit einem kompletten Tritt. Ja. Damit es schön steil bleibt. Ach, da leck mich im Arsch. Heieiei. Da kommt die Lunge und die Pumpe ganz schön schon am Anfang in Wallung. Das kann ich euch sagen. Aber gut, ein Schritt nach dem anderen. So, jetzt kommt eine bisschen gefährliche Stelle. Wir müssen da rüber auf den Weg. Das hier ist aber eine gut abschüssige Straße, wo sie von da auch doch auch zügig kommen. Das ist gut einsehbar. Dennoch
Bitte aufpassen, dann kommt schon der nächste. Und jetzt aber ganz tapfer darüber. Und weiter der Berg hoch. Natürlich. Aktuelle Steigung jetzt gerade 18%. Gut, dass der Weg nicht nur geradeaus aufgeht. Steil. Ach ja, und falls ihr meint, ich laufe, weil es jetzt im Video schon zusammenschneidet, im Dauerlaufen, dass das der Hanna einfach mir fällt. Ich bin am Japsen und ich überlege mir, ob ich mal im Internet nach einem Sauerstoffzelt gucke. Boah, mein Gott, ich kann euch sagen. Aber halt Mut, halt Mut. Ihr wollt ja fitter werden am Berg. Also müssen wir das auch mal laufen. Sonst wird das nichts. Ne? Wenn wir mal am Berg fit sind, dann läuft es auf die Ebene noch mal leichter. Aber jetzt gerade, das ist aber mal. Also wenn ihr Stöcke dabei habt, nehmt die Stöcke. Ich meine, ich habe auch Stücke dabei, aber ich bin halt ein bisschen blöd. Da könnt ihr mal sehen. Ja, Vater. Meine Lunge. Boah. Jetzt schneiden wir es wieder so zusammen, dass es ganz easy aussieht. Ja? Täuschen und tarnen. Und andersrum. Das ist so ein Buckel, wenn es in Komoot rot ist. Rot, dunkelrot. Dann könnt ihr mit so einem Buckel rechnen. Ja, hier hat es übrigens immer mal wieder solche Betonklötze. In der Beschreibung habe ich gelesen, das war früher von einer Seilbahn, die von da oben ins Tal geführt hat. Ist aber jetzt nicht mehr natürlich in Betrieb, aber die Steine, die stehen immer noch, also nicht fragen, wer um Himmels Willen da Hanna einfach ein paar Betonklötze in die Landschaft reingeparkt hat, das war von der Seilbahn. Ja, es wäre auch schön, wenn die jetzt noch da wäre, gell? Dass man da halt noch fahren können, aber noch, man muss ja noch tippeln jetzt. Naja, kann man nichts machen. Ah, oh, ein Pinkle. Ja, da würde ich da sagen, nehmen wir mal einen Schluck, he? Wenn wir schon an so einer schönen Stelle sind. Ja, wunderbar. Hört richtig toll aus.
mal gleich von oben. Und da gibt es die erste, ich glaube, richtig coole Aussicht auf Geislingen. Hier wie immer bitte aufpassen, ist nichts gesichert. Schön. Geislinger hat auch einen Bahnhof, den sieht man vielleicht, kann ich mich hinzoomen, hier hinter. Also für jemanden, der auch kein Auto hat, kein Problem hierher zu kommen. Ist natürlich der Tourverlauf zuerst einmal hier durch und dann hier hoch, aber ja gut. Ja, als kleine Info, hier in der Nähe von diesem Anwandfelsen, es ist früher Kalk abgebaut worden und mit der Bahn, wo ich euch vorher diese Stützen gezeigt habe beim Hochlaufer, ist dieser Kalk praktisch nach Geislingen runtertransportiert worden und weiterverarbeitet. Ja, aber ihr habt ja gesehen, es sind nur noch Überreste von der Bahn übrig und Kalk wird jetzt auch nicht mehr abgebaut. So, wir verlassen jetzt die Aussicht und laufen hier, hier geradeaus weiter. Da geht es zum Himmelsfelsen, Eibach, Felsental. Felsental in 4 Kilometer. Ja, würde ich sagen, laufen wir schnell weiter, dass man dort zügig ankommt. Ach ja, dieser Felsen hier übrigens ist ein Naturdenkmal. Komische Leber hat es da. Wow. So, jetzt aufpassen. Hier geht ein kleines Wägchen rein. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich danach, wenn ich da jetzt durchlaufe, nicht vor der Zecke bin, weil das ist doch gut zugewachsen. Mir wäre natürlich der Weg jetzt da noch gerade schon lieber deswegen, aber der sieht schon sehr interessant aus. Gucken wir mal. Wenn er irgendwo reinkommt. Oh. Ist er doch. Oh. Ja, also wild. Ah, einer der Felsen. Da geht's schon los. Schönes Plätzle. Und da könnte man auch tolle Rast machen. Wie immer, so oben auf der höchsten Spitze, da wächst noch etwas. Ah, schön, wie der Efeu da hoch wächst. Gerade noch schneller. So kann man auch Gestein befestigen. He? Einfach mal Efeu hochwachsen. Super. Der Weg ist jetzt nicht ganz so einfach zu finden, weil hier jetzt nicht einen Haufen Blätter liegen. Aber so ein bisschen kann man schon noch erkennen. Also, wenn man ein bisschen guckt, ist das eigentlich kein Problem. Das ist ja geradezu prädestiniert für Zecke hier. Autsch! Es sind aber auch so Viecher. Jetzt hat mich gerade ohne Stolperl. Unglaublich. Eben noch zwei Zwicke, den sie ohren. Da hat sie einen Stolperer. Unverschämtes Volk. Ja, meine lieben Wanderfreunde, was ich gleich mal empfehlen kann, also hier nicht unbedingt mit kurzer Hose her. Und wenn, dann sich auf jeden Fall mit so Zeckenspray oder irgendwas halt, Mückenspray ordentlich eidieseln. Weil ihr habt es ja gesehen, dahinter war es jetzt gerade schon massiv zugewuchert mit allem möglichen. Bei mir ist gerade der Hanna Ameis entlang. Ob ich irgendwelche Zecke jetzt schon abbekommen habe, kann ich nicht sagen. Wird man dann sehen. Und also von dem her
Am besten doch auch lange Hose ziehen, dass man wenigstens da im Beinbereich ein bisschen geschützt ist. Ich meine, wenn die Viecher einen schnappen wollen, dann kriege ich sie einen ja trotzdem, aber ist dann doch ein bisschen sicherer. Aber so macht es wirklich Spaß. Schön, kleines Trampelpfädle, mittler durch die Pampa. Ja, also hier könnte ein Urwald sein. Hier geht es jetzt zum Himmelsfelsen. Das sind es noch 150 Meter. Und ich denke mal, dann wird es die nächste super Aussicht geben. Wow. Ich meine, wenn da einer mit dem Bike nicht gern runterheizt, dann weiß ich auch nicht. Das wäre so richtig meins. Oh, da kann ich ja voll keine Nachstecher. Aber wie geil ist denn das? Gut, da muss ich natürlich schön ein bisschen aufpassen, dass das nicht über die Welt reinschleit. Aber ja, dann ist ja sowieso. Ja, das dürfte Himmelsfelsen sein hier. Schön. Oder? Ja, wir gehen mal auf. Da vorne ist nämlich auch nochmal Pfälze, aber wir nehmen Alice mit. Alice. Heieiei. Okay. Das ist natürlich auch nah. Ja, das hier unten ist übrigens Eibach, nicht zu verwechseln mit Eiach, wo bei mir eher in der Ecke ist. So, wir verlassen jetzt den Himmelsfels und gehen jetzt wieder hier runter. Da hinten könnte man auch runter, aber da ist noch ein bisschen steiler. Dem laufen wir jetzt schon hier. Und dann laufen wir durch die Himmelsfelsen, durch den Himmelsfelsschacht. Das da, Hanna. Das ist jetzt der Himmelsfelsschacht. Schön Schächterle, gell? Das war doch noch nicht der Himmelsfels. Ich glaube, der kommt jetzt erst. Es war nur Himmelsfels Light und das ist jetzt der richtige. Als kleiner Hinweis, der Himmelsfelsen liegt 609 Meter über Normalnull, Wahrzeichen von Eibach und hat eine 65 Meter hohe Steilwand, die zum ersten Mal 1934 von zwei Bergsteigern aus Stuttgart bezwungen war. Im 13. Jahrhundert befand sich auf dem Himmelsfelsen die Burg Hoheneibach. Ja, und die Besitzer waren die Ritter von Eibach natürlich. Diese sind von 1265 bis 1281 nachgewiesen und saßen wahrscheinlich als helvensteinischen Dienstmannen auf der Burg, bevor Graf Ulrich von Helvenstein den Besitz im Jahr 1291 an das Kloster Ellwangen verkaufte. Und so weiter und so fort. Wir benutzen jetzt natürlich nicht die Stellwand, sondern den gemäßigten Aufstieg. So, jetzt sind wir tatsächlich auf dem Himmelsfels angekommen. Aha. Habe ich schon wieder am Klettern. Ja, so kann man sich auch wieder täuschen. Das war vorher gar nicht der Schacht, sondern hier ist der Schacht. Eine kleine Öffnung in den Fels. Kann man sich auch angurten und dann wohl darunter steigen. Das Ganze befindet sich genau unterhalb dem Himmelsfelsen, wo es jetzt wieder den Berg runter geht. Also wie gesagt, wenn einer bisschen am Klettern interessiert ist, der kann sich da reinzwingen, wenn er passt. Also die Öffnung ist wirklich nicht sonderlich groß. Also zum Vergleich, ich habe Schuhgröße 43.
Also zweimal eine Schuhbreite, ein bisschen mehr. Und die Höhe, ja, auf der Seite ein bisschen weniger. Und da ein bisschen mehr. Also aber ja, so zwei Schuhbreiten. Ne? Ja. Also Platzangst darf man da nicht haben. Ja, unser Weg vom Himmelsfelsen und vom Himmelsfelsen Schacht führt uns jetzt runter. Ich vermute mal ganz bis Eibach runter. Auf der Karte scheint man doch nur ein Stückchen durch Eibach dann auch durch wackeln zu müssen. Und dann wird es auch wieder hochgehen zu diesem Aussichtsturm. Der hat was, der Weg. Der ist echt schön. So, jetzt sind wir in Eibach unter. Da müssen wir jetzt ein Stückchen durchs Dorfle durch. Und dann da vorne irgendwo gleich links abbiegen. Und da oben, da waren wir eben. Zuerst da hin. Und dann sind wir rüber. Der ist da. Hey, nein, nein. So schnell bin ich doch. Achso. Hier geht es zum Parkplatz, zum Felsental, wo wir jetzt auch rüber müssen. Ja, wie gesagt, da könnt ihr parken. Müsst ihr also nicht erst hier durch die Gegend laufen, sondern da gibt es direkt einen Parkplatz. So, hier ist der Parkplatz von dem Felsenmeer. Also wenn einer starten möchte und nur das Felsenmeer, der kann hier ganz geschickt parken. Ja, und für zusätzliches Glück kann man hier einen Glückstein erwerben für 1 Euro. Das ist auch schön. Hier ist jetzt der Aufstieg zum Felsenmeer. Richtig idyllisches Fleckchen. Kein Mensch ist da. Richtig schön. Hier drüben auch beeindruckende Wurzelwerk. Richtig klasse. Vögel zwitschert. Also zum Entspannen ist es richtig klasse. Ja, geht schon los. Heute nein. Cool. Schöner Weg. Richtig schön. Also der Weg da ist ja total easy zum Laufen. Am Anfang ging es jetzt natürlich schon Bickele hoch. Aber hier ist es jetzt wieder. Ah! Und da kommen die Leiter. Ah, ja, die Leiter. Die ist wohl noch gar nicht ganz so lange. Früher musste man da hin über den Felsen so rüber. Aber weil das dann irgendwann nicht mehr ging oder ja einfach nicht gut war, ist dann die Leiter neu gemacht worden. Ja, sind sogar zwei. Heute nein. Ich bin jetzt so arg ziehen. Kommt doch noch entgegen. He?
So, unser Weg führt uns jetzt hier rechts weiter zum Ödenturm. Der ist jetzt noch von hier aus 3,1 Kilometer weit weg. Geislingen, der Steige als Info, der Bahnhof und so weiter, ist von hier 4,4 Kilometer weg. So, hier ging es noch ganz gut. Ich musste jetzt hier kurz eine Pause machen. Hatte lauter Steine in den Schuh, das war gar nichts. Aber jetzt wird es wüst. Jetzt wird es richtig wüst. Also das ist jetzt, ich glaube, die heftigste Anstiege von der Wanderung da Hanna. Tja, das war jetzt kurz, aber tödlich. Manche würden da sagen, kurz tödlich. So, jetzt sind wir gerade aus dem Waldweg rausgekommen, aber so wie es aussieht, müssen wir jetzt hier über die Wiese am Waldrand entlang. Habe ich jetzt irgendwie ein bisschen, naja gut, laufen wir halt. Hat eine Übersicht. Blümchen. Schon toll. Sonne ist gerade ein bisschen hinter der Wolke versteckt, aber das ist jetzt eigentlich auch ganz angenehm. So, den Wiesenweg haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt geht es wieder auf freies Feld über normalen Feldweg. Der ja, schnell Ödenturm dürfte auch nicht mehr allzu weit weg sein. Aktuell haben wir 8,5 Kilometer. 9 liegen noch vor uns, also nicht ganz die Hälfte haben wir geschafft. Aber ich bin guter Dinge. Das ist ja heute Bombewetter. Also besser geht es ja gar nicht. Zum Laufen fast schon Tickets viel, wenn man so die ganze Zeit draußen ist. Ja, also hätte man vielleicht doch ein Hütle oder irgendetwas. Aber gut, ja, ich bin ja ein sonniges Gemüt, von dem her, ja, passt es ja. So, und hier geht es jetzt noch zu einer weiteren Aussichtsstelle. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob das die Aussichtsplattform oder von diesem öden Wachturm, ob das da irgendwie dazugehört oder einfach nur so eine Aussichtsstelle ist. Aber jetzt gucken wir mal. Das ist der Bismarckfelsen. Ich kenne auch die Hering, aber ja, immer halt ein Felsen. Hab nein Beise durch dort. Ja, genau. Ich biege gar nirgends links ab. Bist du verrückt? Guck mal, wie es da, wenn ich da links abbiege, wie es dran angeht. Hat die der mir einen Dautschiger? Ach so, etwas. Ja, cooles Witzele. Oh, oben sind wir. Da haben wir Geislinge wieder. Ja, gestartet sind wir da hinten irgendwo. Oder ja, dahinter, da irgendwo, da so. Und da dürften wir eigentlich hier, sind wir an dem Laden vorbeigelaufen. Oder? Nein, stimmt gar nicht. Aber der Zug haben wir auch gesehen. Da sind wir irgendwie nuff, genau. Und dahinter na und dann wieder nuff. Und jetzt sind wir da. So, das war jetzt der Bismarckfelsen mit der wunderschönen Aussicht. Richtig klasse, hat auch ein schönes Bänkle, wo man bestimmt abends auch schön hinsitzen kann. Hier wäre übrigens die Abkürzung rausgekommen. Wir sind ja dahinter aus dem Wald rausgekommen, beziehungsweise von da oben und runtergelaufen und da hätten wir rüber können und sich den ganzen Kringel sparen. Wären wir also hier rauskommen und ja, müssen wir dann auch hier wieder auf dem Weg ganz normal weiter. Richtig angenehm zum Laufen hier. Schön Schatten, ab und zu ein bisschen Sonne. Genau. Laufen wir wieder zurück. Ah, nee. Da noch. Zuerst links, dann rechts.
die wie schneller als mein Weg. Ja. Und wer hat für den jetzt bei rechts? Das linke rechts oder das rechte rechts? Das ist jetzt hier die Frage. Gott, ist das ein Baum. Ja, mein Vater. Da könnt ihr ja zwei draus machen. Und so weiter. Ich denke mal, wir sind jetzt dann auch gleich bei diesem Aussichtsturm. Sehr tue ich jetzt natürlich noch nichts, weil ja, ihr seht ja selber, durch Sicht Zero. Jetzt sind wir beim Landgasthof Helfenstein bei der Burgschenke. Dann gucken wir mal. Hier natürlich auch wieder die typischen Schlössle. Ah ja, und das ist der Güldenturm. Da gehen wir dann auch noch vorbei. So, das Essen muss man auch mal. Die Übersicht von dem schönen Plätzle. Da gibt es noch einen schönen Grill natürlich. Und wir laufen jetzt noch hier hoch zum Aussichtspunkt, zum Kleinen. Und dann weiter zum Turm. Und da gehen wir jetzt noch rüber. Hier scheint noch eine Toilette zu sein. Ah ja, gut zum Wissen. Ach Gott. Eigentlich sollte man gar nicht näher hocken. Das ist so schlimm, wenn man noch wieder losläuft. Jetzt habe ich einen Radl getrunken. Ich glaube, da hat das mir mal schon der Schädel verbogen. Unglaublich. Das ist ein Radl. Ja. Also ein halbes Radlerhalbe. So, wir sind gerade eben hier aus dem Weg rausgekommen von der Burgschenke. Unser Weg führt uns jetzt hier weiter durchs Dorf ein Stückchen. Da müssen wir uns jetzt rechts halten. Ja, sage ich gerade Leute. Und na, steht da schon was dran, wie weit es zu dem Turm ist? Ja, da steht's. Ödenturm. 500 Meter. Untertankstelle haben wir nicht. Ist ja cool. Gut, und da geht unser Weg entlang. Ja. Und da sind wir auch schon beim Ödenturm. Also, der Ödenturm ist 36 Meter hoch. Bis heute Wahrzeichen der Stadt Geislingen. Wurde um 1400 zum Schutz der tiefer liegenden Burg Helfenstein erbaut. Und nach der Schleifung der Burg im Jahr 1552 blieb der Turm bestehen. Heute dient er als Aussichtsturm. Der Turm, der ist ja übrigens von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von Mai bis Oktober kann die Turmstube, die eine kleine Ausstellung beherbergt, erklommen werden.
Tja, das heißt, wir haben 18.52 Uhr. Ich bin knapp 2 Stunden zu spät dran. Das heißt, mit Hochgeher ist heute nichts. Tja, wie schon gesagt, das Ding ist zu. Aber schon beeindruckend, Heo. Der ist schon Wemser, der Turm. Kann man nicht anders sagen. Hier, wie gesagt, das ist die Burg, wo man gerade war, wo man also das Stüble, diese Burgschenke, die ist so nett eingerichtet. Also das macht richtig Bock, da auch mal so hinzugehen. Ja, und von hier aus nochmal der Blick auf den Ödenturm. So, wir verlassen jetzt den Ödenturm und laufen jetzt über das Zickzackwägle nach unten. Ja, liebe Wanderfreunde, leider konnten wir jetzt in den Ödenturm nicht rein und die Aussicht genießen, aber ich denke mal, auf der Wanderung haben wir jetzt schon die eine oder andere Aussicht auch gehabt und viel mehr hätten wir da wahrscheinlich auch nicht mehr gesehen. Von dem her, aber wenn einer diesen Ödenturm anschauen möchte, beziehungsweise diese kleine Ausstellung, müsste er halt auf jeden Fall zwischen Mai und Oktober vor 17 Uhr da sein, weil dann macht das Ding eben zu. Wir laufen jetzt runter nach Geislingen. Ich muss jetzt noch ein bisschen hier auf dem Weg gucken, sonst wird es ein ganz komisches Video. Und dann noch durch Geislingen durch, bis wir dann wieder am Auto sind. Und dann haben wir es auch schon wieder packt. Ne? Da ich jetzt nämlich glaube, dass so vieles noch zum Zeigen ist auf der Wanderung, weil ich jetzt schon auf dem Weg runter bin in die Stadt nach Geislingen, würde ich sagen, wir machen jetzt gleich das kurze Resümee. Muss ich nachgucken, dass es da nicht nachschleit. So. Ja, die Wanderung ist sehr anstrengend. Also für mich war es heute wirklich geschuldet natürlich auch in dem warmen Wetter. Und ja, also die Anstiege von bis zu 28% über diesen Zickzackweg. Also die sind schon nicht so einfach zum meistern. Da bin ich das eine oder andere Mal doch am Puster und am Schnaufer gewesen. Sodass ich sagen muss, also wenn das einer macht, dann sollte er doch auch ein bisschen Kondition haben. Und dass man da halbwegs gut hochkommt. Die Wege an sich, bis jetzt auf diese Stückle, wo man so hier und da vielleicht einmal auf der Straße hat laufen müssen, weil es geht halt nicht immer nur Waldweg, ist ja klar, war es wirklich herrlich. Der idyllische Weg durch den Wald Richtung Felsenmeer, das Felsenmeer an sich und dann oberhalb vom Felsenmeer diese grandiosen Aussichten, sei es jetzt vom Bismarckfelsen oder von dieser Burg oder vom Ödenturm, einfach spitzenmäßig. An sich die Wege auch wirklich, das meiste wirklich im schattigen Wald, angenehm zum Laufen, also wirklich, wirklich spitze. Ja, dann würde ich sagen, was würde ich sagen? Ja, nee. Jo, so rum. Ja, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, wenn ich euch ein bisschen hab, unterhalten können, gerne hier ein Abo und ein Like da lassen, wird mich wahnsinnig freuen. Vielleicht noch den einen oder anderen Kommentar, ob es euch gefallen hat. Und ansonsten, wenn ihr die Wanderung macht, wünsche ich euch viel Spaß dabei und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wie? Ihr habt noch nicht ausgeschaltet. Geht es schon wieder los? Ihr wisst doch. Ausschalter. Bis zum nächsten Mal. Euer Wanderwichel. Ach stimmt, da war ja noch was. Alex, ich zeige euch mal, wie man jetzt richtig auskuppelt.
Fast gegen den Baum. Doch nicht. Jetzt aber Schluss. Es ist ja mal wieder typisch. Da denkt man schon, man ist jetzt gleich daheim oder am Auto, was ist. Man biegt nochmal falsch ab, denke ich. Aber ich habe da gar keinen anderen Weg gesehen. Bin jetzt schon so vertraut. Okay, da ist einer. Okay. Setzen wir den Counter wieder auf 0 mit Lichtverlaufe. Scheißelig. So, heute gibt es ein Bonusvideo. Der Ödenturm ist heute offen. Hallo, hallo. Und die Bilder, die machst du dann von unserem schicke CD. Hallo, hallo. Hallo. Und schnauft auch, das ist dann spannend. Und da machst du dann, ja, ich schicke dir die CD. Abends wartet. Nur abends. Abends. Einfach zum Essen, ja, ja. Aber ohne Programm. Ja. Ich habe die Firma Amstelle dann auch. Ja. Und dann habe ich den Probier und das ist so. Ja, ja.